Genau. Ich würde mal ganz kurz jetzt ein Fazit machen vom Add-on und vom Patch und was ich so von der ganzen Sache halte. Grundsätzlich tolle Sache. Ich habe schon ein bisschen durchklingen lassen. Die Kulturmechanik ist fantastisch. Ich liebe es, wie verzweigt das alles ist und wie das alles aufgebaut ist, was du alles einstellen kannst, was du alles mischen kannst, wie sich das vielleicht dann auch auswirkt. Also richtig toll. Ich bin großer Fan von dieser Kultursache. Wappendesigner, fantastische Sache. Artefakte, richtig gut. Tolle Sache. Und denke mal, wird auch das Spiel dann schön bereichern noch, hoffe ich mal, wenn man es ein bisschen länger spielt und einfach ein bisschen komplexer machen, ein bisschen vielfältiger. Die Durchgänge ähneln sich nicht mehr ganz so, wie es bisher war. Also da sind sie schon wieder nochmal einen Schritt gegangen, das Ganze etwas zu öffnen und ein bisschen variabler zu machen. Richtig tolle Sache. Und ja, das war's dann eigentlich. Ich habe es in den letzten Streams auch schon ein bisschen anklingen lassen. Ich befürchte, dass dieser separate Part hier mit dem Thronraum nicht zu dem normalen Spiel passt. Und das finde ich halt schade, weil das ist eigentlich der große Part, mit dem ja dieser DLC oder dieses Add-on beworben wird. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt, dass sich das wunderbar integriert und dass das Ganze wunderbar zu bedienen ist, dass es einen nicht nervt, aber ich fürchte, dass es nicht so ist. Und ich fürchte, dass man eher genervt sein wird von diesem separaten Bildschirm, der einem wegbringt von der Weltkarte und dann dementsprechend vielleicht diese ganzen Events gar nicht mehr macht. Und das ist halt so, so schade. Ich finde es unglaublich lobenswert. Ich finde es fantastisch, was die Entwickler, die Programmierer aus der Engine, aus der Crusader Kings Engine rausholen mit diesem 3D-Raum. Wie sie alles darstellen, dass sie das hinbekommen haben. Das muss unglaublich aufwendig gewesen sein, kann ich mir vorstellen, weil eigentlich die Engine von Paradox für diese Großstrategiespiele eigentlich nicht für sowas gedacht ist. Aber die haben das hinbekommen und das haben sie gut hinbekommen. Ich bin richtig begeistert, was man hier zu sehen bekommt für diese Engine, muss man sagen. Aber es passt halt meiner Meinung nach hint und vorne nicht zu meinem Spielstil. Und das ist so schade, dass das einfach, dass das so ein abgetrennter Bereich ist und entsprechend wahrscheinlich, das ist jetzt wieder nur etwas, das ich glaube, dass es so ist, aber wahrscheinlich dahingehend gemacht worden ist, um für die Leute grafisch was präsentieren zu können. Das heißt, man brauchte für den DLC irgendetwas, was opulent wirkt, was groß wirkt, was sich repräsentieren lässt. Und dann hat man sich halt vielleicht darauf geeinigt, dass man so eine komplett getrennte Umgebung macht, 3D-Umgebung, und dort dann einfach jetzt Events und MoneySync reinhängt. Und damit bin ich ehrlich gesagt gar nicht einverstanden. Mein Vorschlag wäre gewesen, warum hat man den Thronraum nicht so gestaltet, wie zum Beispiel hier die Artefaktverwaltung für den Charakter. Dann mach einen Grundriss eines Thronraums, schön mit Bild vielleicht noch, mach die Plätze rein, dort kannst du die Artefakte reinsetzen und das war's. Das ist so die, ich bin dann trotzdem noch auf der Karte, ich kann trotzdem noch was anderes anschauen. Wenn ich jetzt im Thronraum bin und ein entsprechender Charakter kommt beim Hofhalten auf mich zu und will irgendwas von mir und ich weiß nicht, wer das ist, ich kann ihn anklicken, das geht. Aber sobald ich dann irgendwie auf die Karte wechseln will, ich habe noch nicht rausgefunden, dass das geht. Das heißt, wenn ich auf der Karte was nachschauen will, wenn ich, keine Ahnung, im Verwaltungsrat was nachschauen will, was auch immer, weil das Ereignis das verlangt, da kann ich das nicht. Also ich habe es noch nicht rausgefunden. Und das ist halt etwas, das bricht irgendwie den Spielfluss, wenn ich hier meine Eroberungen plane, wenn ich hier meine Intrigen plane. Und dann in so ein Korsett gezwängt werde, aus dem ich irgendwie für eine Zeit lang nicht rauskomme und dann erst wieder auf die Weltkarte geschmissen werde. Und ich verstehe nicht, wieso sie das nicht hier belassen haben, weil dieses System mit dem Charakterinventar, man hätte das 1:1 übernehmen können, auch für den Thronraum.
Und es wäre so viel intuitiver gewesen. Es wäre so viel schöner zu steuern gewesen. Und das ist halt so schade, dass sie das nicht. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass sie halt irgendwas Opulentes gebraucht haben. Irgendwas, was man schön in Videos verpacken kann, dass man in Screenshots verpacken kann. Und dass man dann den Leuten einfach schmackhaft machen kann, dass dieses Add-on 30 Euro kostet. Und das wollten sie wahrscheinlich über so eine 3D-Umgebung machen. Vielleicht war es auch ein Testlauf, ob es überhaupt möglich war. Kann auch sein. Ich bin da nicht drin. Das ist wirklich alles nur meine Meinung. Aber es fühlt sich auf alle Fälle so an. Und für mich, es fühlt sich für mich an, als wäre es so ein Kropf, den man jetzt hier hat, der nur Events hat, wo du deine Artefakte einmal hinterlegst und dann für 5 oder 10 Jahre nicht mehr wiederkommst. Und das war's. Und du kannst hier die entsprechende Kohle noch rein versenken, dass weniger Kohle da ist. Aber die ganze Oberfläche, alles, was man hier sieht, die ganze Verwaltung, das hätte man alles so schön in die 2D-Oberfläche packen können. Dafür brauche ich nicht irgendwie so Kameramodi, die in einem so statischen Thronraum, wo die Leute einfach so dastehen wie bei Madame Tussauds und einfach nur so gucken und nichts machen. Ich brauche doch sowas nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch mit der Meinung allein. Vielleicht sagen auch viele, ja doch, ich finde das toll, wenn man so seine Vasallen sieht, die hier herumstehen und so weiter. Aber ich glaube, dass in einem Monat, wenn du wenn du das gespielt hast, dass in einem Monat du dich so satt gesehen hast an dieser Sache, dass es einfach nur noch lästig ist, wenn du hier rein musst. Und das ist so schade, weil ich weiß, dass die Entwickler so viel Herzblut wahrscheinlich auch und Zeit investiert haben, damit sie das zum Laufen bringen. Aber es fühlt sich halt so entsprechend abgeschieden an, dass es nicht zum Rest des Spiels passt. Wenn es jetzt eine Mechanik wäre, wo man sagt, hey, ich kann jetzt durch mein Schloss gehen oder sowas, ne? Irgendwas Optionales, dann könnte ich damit leben. Aber es werden im Endeffekt einfach nur, es wird einfach nur Kohle verbraten, also jetzt Gold verbraten in dem Fall, und Events ausgeführt. Und das ist alles, was diese 3D-Umgebung macht. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Was mich mal interessieren würde, ist, ob wie bei einer Umfrage unter den Spielern, wie die ausgefallen wäre, wenn die Entwickler gefragt hätten, ja, was würdet ihr euch rollenspieltechnisch, also jetzt nicht unbedingt mechanisch, was man so mechanisch noch ergänzen könnte im Spiel, sondern rollenspieltechnisch, was würdet ihr euch wünschen? Ich würde mal gerne wissen, wie viel Prozent da gesagt haben, ja, so ein 3D-Thronraum, den hätte ich ja schon ganz gern, wo ich dann hier meine Vasallen sehe und die Artefakte ausgestellt werden. Also mein Tipp wäre vielleicht 1%, wenn es hochkommt, vielleicht 5%, wenn überhaupt. Das ist halt irgendwie meiner Meinung nach etwas, das komplett an der Spielerbasis vorbei entwickelt wurde, nur um ein bisschen was so Eye-Candy zu haben. Ich glaube, Eye-Candy ist eigentlich ein guter Begriff dafür. Und das ist halt ein bisschen schade. Also das, ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt, aber es ist, es sieht momentan so ein bisschen danach aus. Und wahrscheinlich in einem Monat wirst du dir sogar dieses Hofhalten sparen. Du wirst einmal reingehen, um die Hofpracht anzupassen. Du wirst einmal reingehen, um neue Artefakte auszurüsten. Und dann wirst du den Thronraum, der der Hauptbestandteil dieses Add-ons ist, den wirst du wahrscheinlich einfach ignorieren und nicht mehr nutzen. Und als Entwickler dieses Systems wäre ich dann schon sehr traurig, wenn das einfach nicht genutzt wird. Das ist schade. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und wie gesagt, alles andere, Kultur, diese Artefakte, die ganzen Hofämter und so weiter, fantastisch. Das geht so gut in die Richtung. Aber man hätte viel andere Sachen noch machen können. Viel mehr andere Sachen noch machen können. Man hätte den Handel überarbeiten können. Man hätte irgendwie die Kriegsführung verbessern können. Man hätte die entsprechenden Provinzen etwas besser ausgestalten können. Da wäre noch so viel möglich gewesen, was dem Ganzen rein spielmechanisch so einiges mehr Wert gegeben hätte. Und ja, aber sie sind jetzt in die Richtung gegangen. Man hat das jetzt, ich meine, ich liebe ja Crusader Kings 3 und ich werde es jetzt einfach mal die nächsten Monate ausprobieren, wie sich das denn so spielt. Und vielleicht, dass wir in 2, 3 Monaten nochmal drüber gucken und einfach mal schauen, wie sich das entwickelt hat. Also,
ganz ehrlich, wenn die Entwickler jetzt sagen, in einem halben Jahr, ja cool, unser Thronrahmen, der wird ja überhaupt nicht genutzt von niemandem, den schmeißen wir jetzt raus und integrieren das System in die bestehende Oberfläche. Ich glaube nicht, dass ich ihnen böse wäre. Ich würde das sogar dann begrüßen, wie man jetzt vielleicht ein bisschen erkennt auch. Von daher, das ist jetzt meine Meinung dazu, zu dem Add-on. Abschließende Frage ist, ist es diese 30 Euro wert? Für mich persönlich, ich hätte jetzt gesagt nein, wenn du auch so wie ich auf den Thronraum nicht unbedingt Wert legst. Wenn du sagst, der Thronraum ist super und genau das, was ich haben will, dann ja. Dann sollte man das auf alle Fälle honorieren, was da alles mit dabei ist. Aber nur für die Kultur, für die Hofämter, für die Artefakte, 30 Euro ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Und da könnt ihr dann entweder auf den Sale warten oder es wäre dann wahrscheinlich eher halt wieder so im regulären Preissegment mit vielleicht, keine Ahnung, 19 Euro, 20 Euro, wie es bisher auch war. Und ja, wenn er sagt, Thronraum ist super, gefällt mir so, wie er ist, liebe ich, da verbringe ich jetzt irgendwie mein Wochenende drin, dann ist es die 30 Euro wert, weil man muss einfach, ich kann es nicht, ich habe jetzt viel geschimpft auch über den Thronraum, aber man kann es nicht hoch genug loben, dass die aus dieser Engine sowas rausholen. Und das mag für viele jetzt nicht viel sein, weil eben die Charaktere so puppenhaft herumstehen und es nur so ein paar so Positionen gibt und einfach nur ein Raum ist, aber man kann das nicht hoch genug loben, dass die aus dieser Engine diesen Thronraum rausgekratzt haben. Und das ist wirklich, wirklich gut. Und da ist es dann 30 Euro wert. Aber für mich persönlich wäre es das nicht, weil ich sage, ich werde den Thronraum wahrscheinlich nicht nutzen, wenn ich ihn nicht nutzen muss. Das heißt, ich werde weiterhin auf der Karte bleiben und erstmal so normal spielen. Das gilt jetzt natürlich nicht für die ersten 1, 2, 3 Monate, wo man sich alles neu anschaut, wo man die Events liest und so weiter, aber spätestens nach einem Monat, nach 3 Monaten, nach, keine Ahnung, 6 Monaten, je nachdem, wie häufig man spielt, man hat sich satt gesehen, das braucht man nicht. Und dann dieser Zeitverlust, den man durch diese Kamerafahrten hat dann und so weiter, das nervt dann nur noch. Das ist nicht mehr schön. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht irgendwie die Lust genommen an diesem DLC, wie gesagt, Hälfte positiv, Hälfte negativ ist mein Fazit. Alleine wegen der Kulturänderung, alleine wegen den Neuheiten und so weiter, sollte man, also den Artefakten und den Hofämtern, die es im freien Patch gibt, sollte man den Entwickler auf alle Fälle unterstützen. Das ist meine Meinung nach, meine Meinung. Und von daher, ich hoffe, ich habe euch nicht irgendwie jetzt die Lust genommen darauf, aber so ist es halt jetzt mal, so sehe ich den DLC und ich bin ja trotzdem ein großer Crusader Kings 3 Fan, also ich habe ja richtig Bock auf das Spiel. Von daher, das vielleicht hört sich auch ein bisschen schlimmer an, wie ich eigentlich hier kundtun wollte.